Ruhe. Ein Eintrag im Yoga-Vidya-Lexikon der Tugenden, Eigenschaften und geistigen Fähigkeiten. Ruhe. Ruhe, es gibt verschiedene Aussagen. Ruhe ist die erste Bürgerpflicht, die Ruhe vor dem Sturm. Und viele andere Sprichwörter haben diesen Wort Ruhe dabei. Ruhe ist erstmal die Fähigkeit, zu einem Ort zu kommen, wo es ruhig ist. Yogis sagen, tief im Inneren ist deine wahre Natur. Und diese wahre Natur ist jenseits aller Gedanken, jenseits aller Emotionen, jenseits aller Vorstellungen. Wenn du in der Lage bist, diesen Pol in dir zu finden, der immer voller Ruhe ist, dann kannst du, egal was passiert, immer wieder Kraft schöpfen. In der Ruhe liegt die Kraft, sagt man so schön. Was heißen soll? Wenn du in der Lage bist, dich von deinen Gedanken zu lösen, von deinen Emotionen zu lösen, von der Getriebenheit zu lösen und dafür ganz tief nach innen zu gehen, in dein eigenes Bewusstsein, dort ist zu finden, Sat, S-A-T, unendliches Sein, dort ist Chit, Wissen, Bewusstheit, dort ist Ananda, große Freude. Diese Ruhe gibt dir alle Kraft, alle Energie, alle Freude. Daher sagt Patanjali im Yoga Sutra auch, Yogas Chitta Vritti Nirodha. Yoga ist das Zuruhebringen der Gedanken im Geist. Der nächste Vers ist, Tada Drashtu Svarupe Vastanam. Dann ruht der Sehende in seinem wahren Wesen. So kann man durchaus sagen, der Sinn des Yoga ist, die Gedanken zur Ruhe zu bringen. Der Sinn des Yoga ist es, zu dieser inneren Ruhe zu kommen, wo alle Kraft zu finden ist. Und im Yoga machen wir so vieles, um zur Ruhe zu kommen. Es gibt zum Beispiel Sakshibhav, das Beobachterbewusstsein, oder auch heute wird gesagt Achtsamkeit, Achtsamkeitsmeditation. Du lernst es, deine Gedanken zu beobachten. Du lernst, deine Emotionen zu beobachten. Und dann machst du dir bewusst, ich kann Gedanken beobachten, ich kann Emotionen beobachten. Also bin ich etwas anderes. Und dann wirst du bewusst, wer bin ich, der ich alles beobachte? Und wenn du dann tief in diese Frage hineingehst, wer bin ich, der ich alles beobachte, wirst du bewusst, ja, ich bin nicht fassbar, ich bin nicht Beobachter, ich bin, der ich bin. Und in der vollständigen Ruhe, da ist das Ich Bin. Und das Ich Bin ist in der vollständigen Ruhe. Aber diese vollständige Ruhe ist keine Friedhofsruhe, es ist keine traurige Ruhe, sondern in dieser Ruhe ist Ananda, da ist Freude, da ist Wonne. Und aus dieser Ananda kommt auch Chit im Sinne von Jnana, von Wissen. Daraus kommt alle Erkenntnis und da kommt alle Energie her. Und daher ist es gut, immer wieder in die Ruhe zu gehen. Es ist gut, jeden Tag etwas in die Ruhe zu gehen, zum Beispiel über Asanas, Pranayama, also die Hatha-Yoga-Übungen. Es ist gut, mit tiefen Entspannungen auch alle Energien zur Ruhe zu bringen. Es ist gut, mit der Meditation seinen Geist zur Ruhe zu bringen. Und es ist gut, zwischendurch in die innere Ruhe zu gehen und alles zu beobachten. Schritt für Schritt bekommst du so mehr Gelassenheit, bekommst mehr Energie, bekommst mehr Freude und von Liebe. Tatsächlich, in der Ruhe liegt die Kraft, denn Ruhe ist deine wahre Natur. Ruhe bist du wirklich. In der Ruhe bist du verbunden mit allem. In der Ruhe ist letztlich die vollkommene Einheit. In der Ruhe ist Gott.